In asiatischen Ländern muss man sich einigen der merkwürdigsten Gesetze der Welt unterwerfen. Hier sind 5 besonders absurde. Erstens, in Thailand nicht auf Geld treten. Das Gesicht des Königs von Thailand ist auf die Münzen geprägt. Und darauf tritt man ja nicht. Es ist nicht nur respektlos, es wird auch mit Gefängnisstrafen bedacht. Zweitens, Singapurs Krieg gegen den Kaugummi. Um die Straßen sauber zu halten, ist Kaugummi verboten. Wer sich nicht dran hält, muss bis zu 1000 Singapur-Dollar Strafe ausspucken. Drittens, in China die Rechte der Älteren. Eltern, die langsam in die Jahre kommen, können ihre Kinder verklagen, wenn sie nicht oft genug vorbeischauen. Viertens, Indonesien mag nicht Hand anlegen. Laut Artikel 281 des indonesischen Gesetzbuches kann man fürs Masturbieren mit 32 Monaten Gefängnis bestraft werden. In ganz extremen Fällen droht die Todesstrafe. Frage: Was ist ein extremer Fall von Selbstbefriedigung? Fünftens. Vorm Japan-Trip das Maßband zücken. Seit 2008 ist es illegal, in Japan fett zu sein. Frauenteilchen dürfen nicht breiter als 86 cm werden. Männer haben auch nicht viel mehr Luft. Es scheint zu funktionieren. Nur 3% der Japaner sind übergewichtig.